Hallo ihr lustigen Fallout 4 Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei der Wim-Fabrik von Far Harbor. Wir haben das letzte Mal, ja, die Wim-Fabrik abgeschlossen. Jetzt habe ich Nick Valentine bei mir, der kann immerhin Sachen knacken. Apropos, der kann Sachen knacken, ich habe ihn ja jetzt dabei. Wo war nochmal hier? Genau, wir gehen mal zu Horizon Flug 1207, weil da war ja noch zum Cockpit hin, wo der Ericsson wohnt, ne? Also der liebe Supermutant, der philosophische Supermutant, den finde ich total geil. Da war ja noch etwas, was ich noch nicht geknackt hatte. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ihn besuchen. Es bietet sich vor allem auch deswegen an, weil wir jetzt seinen, glaube ich, seinen ehemaligen Chef, den Grun, alle gemacht haben. Das ist ja ein wirklich riesen Supermutant gewesen. Genau, das Ding hier möchte ich, dass geknackt wird. Dann können wir mal in das Cockpit reingucken. Komm, Nicky Boy. Komm, Nick. Hey. Sieh mal, was du tun kannst. Na klar doch. Do it, Baby, do it. Das sollte nicht so schwierig sein. Und wir sind im Geschäft. Ausgezeichnet. Dann lass ich mal ran. Geh doch mal weg, Junge. Muss mich da voll randrängen. Sicherheitstürensteuerung. Und öffnen. Was auch immer da drin ist. Oh. Das sind Dinge, die ihm gehören. Guck mal nur. Ich klaue ihm das jetzt mal nicht. Ich glaube, er könnte sauer reagieren. Hier ist bestimmt irgendwo ein Bett, wenn du dich ausruhen willst. Der ist voll nett, ey. Interesse an einem Handel? Oh, vielleicht. Das ist echt so ein geiler Supermutant. Der Fleischhaken, Kryomine. Ich find's so geil, der hat tatsächlich einen Teddybär. Das ist ein Supermutant, der einen Teddybär hat. Dezemberkind. Brauche ich nicht. Plasmamine brauche ich nicht. Splittergranate. Wie viele Splittergranaten kann ich ihm geben? 2 oder 3. Ja, geh noch mehr. Hey, passt. Sauber. Wunderbar. Ich könnte ihm, glaube ich, sogar noch mehr Hunde abkaufen, aber ich glaube, der eine, der backt sich da zu Tode. Ja, der lädt mich sogar wirklich hier zum Pennen ein, ey. Das ist eine geile Sau, der Typ. So, wir müssen aber weitermachen. Da ist jetzt noch der Steinbruch von Northwood. Das heißt, wir gehen wieder dahin. Und jetzt begleitet uns halt ein bisschen Nick Valentine wieder. Zumindest ein bisschen. Also ich möchte natürlich Longfellow noch an meiner Seite wissen. Aber, weil ich natürlich auch seine persönliche Mission noch machen will. Er hat garantiert eine, jeder Charakter hat eine persönliche Mission. Aber, ja, Nick ist jetzt halt erstmal da, ne? Hab keinen Bock jetzt hier schon wieder alles von vorne anzufangen. Und, also quasi, was heißt von vorne anzufangen? Also jetzt einfach wieder zurückzureisen zu Longfellows Insel. Und da wieder jemanden zu holen und so weiter und so fort. So, wir gehen jetzt mal dieses Gebiet absuchen, das uns da angeteasert wird. Ein Fallensteller. Bin noch zu weit weg. Jetzt haben wir ihn. Ich glaube, wir sind nicht alle. So ein Trottel, ey. Da hat es noch eine Menge von denen. Eine ganze Menge von denen. Hey. Was soll ich denn sein? Also du backst hier auf jeden Fall rum. Das ist nicht gesund, wie du gerade eben festgestellt hast. Au.
Hallo, du Legendärer. Siehst du den Nebel? Ja, ja. Mutier halt, so viel du willst, stirbst trotzdem. So, ein Chamäleon Dingenskirchens aus der Hölle. Keine Ahnung. Die sind irgendwie noch in dem Haus hier drin. Ah, den habe ich platt gemacht. Wo sind denn die anderen? Die rennen da draußen rum. Hallo? Oder sind die jetzt da oben? Die werden mir gar nicht... Ach doch, die sind oben. Natürlich sind die da oben. Ab was für dich. Ach Gott. Eieiei. Oh, fuck, fuck, fuck. Was? Wie hat denn der mich gerade getroffen, ey? Das ist... Ich bin perplex. Und empört. Und alles. Und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Ach du Scheiße, ey. Hat der uns gerade fertig gemacht, der Typ. Mit der blöden Knarre. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich schon verloren hatte, aber... Ach Gott, jetzt muss ich nochmal da runterreisen. Ich finde manchmal... Ja, okay. Es macht durchaus Sinn, dass man erst reist und dann speichert. Andersrum. Erst speichert und dann reist. So rum. Weil du könntest ja irgendwo reinreisen, wo du nicht mehr lebendig rauskommst. Na, dann wärst du stuck. Bis gleich. Und wir sind wieder hier. Ich werde diesmal hier mit dem Scharfschützengewehr arbeiten. Auf der Brücke. Da kommt er. So, das war der erste. Gibt es noch mehr von denen? Da sehe ich glatt noch einen. Du spielst hier mit dem falschen Sir. Bist du echt? Haben wir auf jeden Fall Gefahr, aber die Gefahr kann nicht lange anhalten, weil es sind keine Gegner in unmittelbarer Nähe. Aha, Rockwoods Lager. Jetzt haben wir dann doch wieder Gefahr am Start. Ich nehme mal den Rockwoods Lager, weil der ist eigentlich auch ziemlich geilo. Schlägt dein Herz, Fremdling? Wie viel hält es aus? Du willst dich... Oh, hi. Bombs! Bombs! Jetzt schleiche ich direkt rein, weil ich ja weiß, dass er das... Meine Fresse, ey! Das, oh, der ist gleich mutiert. Das ist gut. Oh! Oh, ich liebe den Rockwoods Lager. Ich glaube, der ist sogar noch besser als das olle Messer, das wir da haben. Ah, ist auf jeden Fall vordefiniert, wer was droppt. Das habe ich schon mal bemerkt. Auch wenn du lädst, da kommt nichts anderes raus in der Regel. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite vom Haus. Ich habe mich rausgebeamt. Okay. Ich habe offensichtlich Ahnung von Quantenphysik, weil anders kann ich mir das nicht erklären. So, dann speichern wir mal. Weil ich da oben nämlich das letzte Mal gestorben bin. Rechts. Lauf weg. Bombs. Tja, und ich kann auf die Entfernung zuschlagen. Ist doch geil, oder? Overskilled. Nö. Nö. Oh, warte mal, doch. Aufbereitetes Wasser, das nehmen wir gerne. Irgendwo war noch so eine Trolla. Hallo? Echt jetzt? Echt jetzt? Ich wette, da oben ist irgendwas. Die haben wahrscheinlich das Haus einfach nur falsch designt. Ach du Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Ich wette, da oben ist noch irgendwas. Wir
bin mir sehr sicher, dass das Haus einfach nur falsch designt ist. Mit dem Balken da an der Stelle. Und ich bin mir sicher, dass da... Echt jetzt? Voll das Loch direkt da vorne. Als ob ich mit Absicht den Basketballplatz ruiniert hätte. Da wird auch geschossen. Frage ist, wer schießt da auf wen oder was? Ach, wie süß! Sowas kennen wir doch. Scheiße, daneben. Irgendwas kommt da. Ah, ne, ist schon da. Warum mache ich da jetzt hier gerade eben keinen Bonusschaden, ey? Ich müsste echt irgendwann mal doch mal Gewehre verbessern, ne? Damit es halt... Echt Eier. Naja, hart ist Eier. Die Luft ist rein. Erwischt. Oder was schießen die da? Ich habe keine Ahnung. Ich schleiche erstmal drum rum und schieße alles weg, was ich wegschießen kann. Ein legendärer Albino Meyer Lurk. Oh, 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 oh. Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Ach, die da. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber sie haben uns entdeckt. Ja, Nick, geh doch mal aus dem Weg. Okay, wird mir so doof. Wett. Wir lachten da so blöd. Blute. Nee, du blutest jetzt. Ach, jetzt reicht's mir. Dafür ist das da. Zack. Und tschüss. Was, der übersteht das? Boah, fuck ey. Hä? Ich hab gerade eben gedacht, da steht jemand hinter mir und schlägt mich ab. Und dann drehe ich mich um, da ist keiner da. Das ist auch interessant. Was ist das denn für ein Gestank? Ah, ist schon tot. Ist auch schon tot. Ist überraschend, dass die schon alle tot sind. Die ganzen Meyerlurks, glaube ich, dort. Irgendwie haben die Meyerlurk-Jäger es geschafft, alle hier oben tot zu machen. Oh. Wo bist du denn nur? Musstest einfach wiederkommen, was? Ja, das kann das gehen. Ja, ja, die spucken die Viecher auch mal. Das geht ja gut ab, ey. Die Meyerlock den runtergeschmissen. Ach du Scheiße, das ist eine Todesklaue. Der spuckt hier hoch. Okay, wir sollten definitiv mal etwas härtere Geschütze auffahren. Ich habe irgendetwas getötet. Ich bin mir nicht sicher was, aber es ist irgendetwas tot. Es war vielleicht technischer Overkill.
gebe ich offen zu. So, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall hat das Schießen aufgehört. Da unten, da hinten ist irgendwo noch ein Gegner. Ah. Wo? Da draußen. Schau mal, wer da ist. Das Scheißvieh. Irgendjemand schießt noch. Hallo? Das ist Nick. Ach, Nick schießt noch, ja, logischerweise schießt Nick. Komm mal her, du kleiner Meierlock. Jetzt gibt's was auf die Eier. Au. Au! Sag mal. Sonst geht's noch, oder? Hauen wir ihn mal. Und zwar richtig. Jawoll. Panzerknacker nennt man uns. Erledigt. Oh, oh, oh. Ein blutgünstiger welcher. Ey. Boah, der haut aber böse zu. Boah. Ich möchte gerne nochmal zuschlagen. Und nochmal. Ich tu mir gleich nochmal was reinhauen, ey. Au. Au. Sag mal, darf ich jetzt auch mal zulangen? Du blödes Pennervieh. Anscheinend nicht. Jetzt muss ich wieder so arbeiten. Ja, nee, oh, das schaffe ich jetzt ohne Kurs. Boah. Okay, wir haben ganz neue Probleme. Wir haben jemanden aufgeweckt und sauer gemacht. Jet. Irgendwas mit Jet. Jet. Wo ist es denn? Psycho-Jet. Yeah. Labadabadau. Komm her, du Maiolor-Königin. Bam! Und jetzt kann ich das hier machen. Au! Hallo? Darf ich jetzt endlich mal? Anscheinend darf ich das nicht. Buff! Und tschüss. Die ist gar nicht so gefährlich wie die normalen Viecher. Stelle ich immer wieder fest. Ist überraschend, aber es ist so. Wilde Karottenblume. Oder was auch immer das gerade war. Warte mal, hier habe ich doch runtergebombt. Jetzt muss ich gerade eben mal schauen. Ich möchte nämlich ein Redex einnehmen. Kurz mal tauchen. Weil ich nämlich irgendwo hier mein Loot vermute. Ach, das war nur der Jäger. War jetzt das epische Vieh? Da war doch irgendwo so ein Albino-Meierlurk aus der Hölle. Meinte ich zumindest. Naja, immerhin haben wir jetzt die Dicke da erledigt, ne? Kannst mal rumschwimmen, gucken. Das ganze radioaktive Wasser, ey. Den ganzen guten, gelösten... Oh. Den ganzen guten gelösten radioaktiven Isotopen. Warum sehe ich ein Halsbar nicht mehr? Hallo, Lebenspunkte? Wo seid ihr? Ich sehe meine Halsbauten links nicht mehr. Ich habe nichts geklickt, um das auszulösen, von dem ich wüsste, dass ich es geklickt hätte. Ist das normal? Ach, jetzt sehe ich es wieder. Keine Ahnung, warum ich das kurzzeitig nicht gesehen habe. Aber ein Stimpack hat das Problem kuriert.
Oh, er ist noch deutlich größer, als ich das angenommen hatte. Das ist auch einer, der ist kaputt. Waren wir das? Ich weiß es nicht, höchstwahrscheinlich. Ah, ich darf was knacken. Na also. Cool. Ausnahmsweise mal ohne, dass gleich was kaputt gegangen ist. Das ein bisschen zu gut. Ich kann das ein bisschen zu gut, alles klar. Gesundheit. Das war meine Frau. Für alle, die sich wundern, dass die das gerade gehört haben. Das durfte man nicht überhört haben. So. Ich möchte jetzt da oben rein. Da geht's hoch. Hier gibt's nochmal Mr. Handy-Treibstoff. Ich würde mir wünschen, man könnte das denen wirklich mal geben oder verkaufen oder sowas. Das wäre voll geil, wenn die das wirklich brauchen würden. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Okay, wie komme ich denn da rein? Dann müssen wir einen anderen Zugang finden. Eventuell über so. Es kann ja nicht so viele Möglichkeiten geben. Ah. Wow, 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 wow. Ich sehe das irgendwie nie. Eine Charlissel-Schreibmaschine. Notiz von Northwood. Ich habe die Aufgabe erhalten, im Steinbruch Sprengladungen anzubringen, um den nächsten Angriff abzuwehren. Der Plan ist, mindestens 3 Explosionsreihen zu legen. Ich bekomme sicherlich mehr hin. Ich werde sie alle mit dem Knopf auf den Balkon des Hauptschuppens in der Mitte des Steinbruchs verkabeln. Wenn wir angegriffen werden, brauche ich nur noch den Knopf drücken und das Feuerwerk bestaunen. Wer auch immer das warum gemacht hat. Scheint irgendwelche Angriffe. Die Frage ist, wer greift an? Und warum ist das hier so bescheuert zugekettet? Ich meine, das war jetzt keine echte Herausforderung, da reinzukommen. Einfach kurz mal außen rumgelaufen, ne? Was ist das? Auch einfach nur wieder irgendein... Warum ist da eine Kamera? Warum ist da eine Frau, die da so rumhängt? Und warum liegt da Säure? Gewisse Fragen werden zum Glück für immer unbeantwortet bleiben. Das, ja. Nee. Ich glaube, ich will eigentlich nach Süden gehen, aber ich möchte mir jetzt hier das Gebiet hier auch noch holen. Das hier gleich um die Ecke ist. Damit wir das in Zukunft schnell anreisen können. Oh. Ein sehr vertrauenswürdiges Gebäude. Überaus vertrauenswürdig. Was zur Hölle sind das für Geräusche? Ach, da kann man auch wieder nicht hoch. Eventuell sollte ich mir das dann doch mal jetzt hier anschauen. Dafür haben wir den Chemikalienschutzanzug. Das ist nur eine Whiskyflasche, da ist kein Whisky mehr drin. Und hier sind auch keine Viecher mehr. Da liegt jemand. Mit etwa auch einer leeren Whiskyflasche. Boston Bugle. Und jede Menge Red Away. Also man merkt so richtig, wie die Leute hier so richtig schön nicht mal auf Sand gebaut haben. Ne? Teilweise haben sie halt wirklich auf Sumpf gebaut. Und nach 200 Jahren ist sowas dann halt irgendwann mal einfach im Arsch. Geschafft. Und das Krasse ist halt auch, man durfte sowas normalerweise halt auch schon zu Lebzeiten merken, ne? Dass halt das Gebäude anfängt abzusinken. Das passiert halt normalerweise nicht ganz schnell. Es ist... Warum ist hier alles kaputt? Das dürfte einfach mit der Zeit auch mal eine Weile brauchen, bis sich das
bis sich das bemerkbar macht. Was ist denn das hier schon wieder? Okay, ich kann, glaube ich, den Chemikalienanzug wieder umziehen. Mein schönes Reginald-Outfit. Was zur Hölle? Schon wieder Fallensteller. Was? Komm her, du komischer Pisser. Ah, voll ins Gesicht. So, und nochmal. Ah, sind natürlich gleich mal 12. Eieieiei. Zack. Zack. Eieiei. Ja, ja, ich kämpfe doch. Tue ich doch die ganze Zeit. Und tschüss. Wo ist der Typ? Wo ist der? Ach, da. Oh, schön geblockt. Komm her. Fand ich auch. Au. Eieiei. Au. Sag mal, die hauen immer schneller zu als man selber. Ah, jetzt hat er sich entwaffnen lassen. Dein Fehler, mein Freund. Bam. Oh Gott. Ach, da ist noch einer. Erstmal looten. So. Dann was gegen das Bluten. Hoppala. Au. Bams. Das ist aber auch immer mal gut, ey. Das ist nur Nicky Boy. Gegen wen kämpft der denn? Ach, da. Ja, ja, und jetzt holt der Nebel sich dich. Von hinten an den Schädel. Leichte Schläge in den Hinterkopf sollen das Denkvermögen angeblich ankurbeln. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaub's ja nicht. Aber, ja gut, der Typ denkt jetzt nicht mehr wirklich so viel. Hallo? Aha. Aha. Au. Au. Komm doch her. Feigling. Na, er muss es leider doch. Die Insel befiehlt es ihm. Wo ist denn da noch einer, ey? Ach, da oben. Die Typen langweilen mich. Moment, wir looten natürlich. Au, au, au. Bürotür. Das nennt man eine Bürotür. Okay. Ich glaube eher, dass ich dich finde. Au. Hi. Au. Ich wollte nicht blocken, aber ich durfte nicht. Ah, okay. Ich habe gerade zuerst mal gemerkt, dass Blocken eine Abklingzeit hat. Beziehungsweise ein... Aha. Oh Mann. Ach, hör auf, mich zu schlagen, ey. Mit seinen blöden Fäusten. Aha. Und tschüss. Er hat immer noch den Baseballschläger, warum schon? Au! Ja klar, also er kann schießen und dann mich auch noch so empfangen. Jetzt reicht's. Bam! 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 Lästiges Volk. Wir sind immer noch nicht fertig. Irgendwo muss es noch welche geben. Also, es wäre wahrscheinlich nicht übertrieben zu sagen, dass das hier definitiv ein Nest ist. Das Problem ist bloß, wo sind die denn? Ich bekomme die halt auf der Map nicht mehr angezeigt. Egal, wir gucken jetzt erstmal, was hier oben ist. Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Ah, da will ich nicht runterfallen. Das könnte ein bisschen hoch sein. Hi, Nick.
So, das hier haben wir jetzt alles oben durchsucht. Dann können wir das hier noch durchsuchen. Ist auch nicht unbedingt... Ach, Niki, geh doch mal aus dem Weg. Ist jetzt nichts besonders Spektakuläres entdeckt. Die haben ernsthaft die Dinger ja so aufgereiht. Was steht da? Scotch. Da mag wohl jemand harte alkoholische Getränke. Pfeffermühle brauche ich nicht. Bourbonflasche. Aha. Nett. Nett haben die es hier. 17 Meter. Jetzt können wir auf den Turm hochgehen. Wir haben ja eine Quest mit dem Leuchtturm. Das ist er jetzt, glaube ich, auch. Genau da werden wir hoch müssen. Ich mach mal das Radio aus, bevor es Musik spielt. Ah, Benzinkanister. I hope we don't need it. Was ist da drin? Eine gesprungen. Ist klar. Da geht's hoch. Ah! Okay, ich dachte, ich kann mit ihm reden. Der Douglas. Ach, come on, ey. Jetzt lass mich dich doch schlagen. Aha. Und er ist erledigt. Keine Ahnung wie. Aber er ist erledigt. Geheimnisvolles Holoband. Kehre zu Cassie Dalton zurück. Also ich höre mir natürlich dieses geheimnisvolle Holoband auf jeden Fall an. Nein, nicht Werkstätten. Diverses. Geheimnisvoll? Tja, das war's dann. Ich bin am Arsch. Dieser Scheißnebel. Man sollte meinen, ein Leuchtturm wäre gut zu sehen. Aber nicht hier. Was für ein Nebel. Unglaublich, dass ich mich dazu überreden ließ. Woher will ich wissen, dass diese Frau nicht verrückt ist? Langsam glaube ich, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Einen Fallensteller erledigen, um den Tod ihres Mannes zu rächen. Es klang so einfach. Hätte ich diese gottverlassene Insel doch nie betreten. Scheiße, da kommt was. Offensichtlich war er nicht der Erste, der auf die Alde reingefallen ist, so wie wir, ne? Eieiei. Oh, okay, den hat's erledigt. Und bam. Oh, das war mal Timing. Das hat mal funktioniert. Keine Ahnung, was das für eine Knarre ist. Ich möchte erstmal Sachen einsammeln. Ah! Blödes Teil. Und kaputt ist es. Sind wir jetzt hier endlich fertig? Das war wohl mal eine Anlegestelle. Ah. Was? Vier Fusionskerne? Ja, nee, ist klar. Vier Fusionskerne. Einfach mal so liegen da rum, ne? Also wenn ihr nicht schon genug von den Dingern habt. Ich weiß, es gibt auch diesen Skill, wo man die Dinger als Bomben werfen kann. Holy shit, 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 shit. So, gucken wir mal auf die Karte. Das hier haben wir jetzt erledigt. Cranberry Island müssen wir irgendwann auch nochmal. Aber jetzt gehen wir mal zurück und reden nochmal mit der guten... Ich habe ihren Namen vergessen. Die, die halt krank ist und das mit dem Rumpf und so macht, ne? Oh cool, wir stehen kurz von dem Level ab. Sweet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dann mit ihr fertig sind oder ob da noch mehr auf uns zukommt. So, erstmal Waffe weg.
Es ist natürlich wieder dunkel. Festlandbewohner, ich habe noch eine letzte Idee. Verrückter als eine Kiste Rad-Kakerlaken. Aber das hatte ich ja bisher auch nicht abgehalten. Der Rumpf ist jetzt schon sehr stabil. Aber wenn eine Meyerberg-Königin frontal angreifen würde... Wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Um Himmels Willen. Deshalb wollte ich es niemandem sagen. Ich bin nicht aus Porzellan-Festlandbewohner. Ich will im Kampf abtreten. Können wir also über den verdammten Job sprechen? Habt ihr schon mal eine Königin angegriffen? Noch nicht. Aber ich sag's dir, die Insel ist gefährlicher denn je. Schätze, es ist nur eine Frage der Zeit. So gefährlich sind die jetzt aber auch nicht. Ich würde gern helfen, wenn ich kann. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Dicke Wände lösen dieses Masse-Geschwindigkeit-Energie-Problem. Noch gefährlicher ist aber die Säure. Das Einzige, was die Säure einer Königin übersteht, sind andere Meyerlurks. Die Panzer der Meyerlurks auf unserer Insel sind besonders stark. Also sammle ein paar Panzer und bring sie hierher zurück. Dann verstärke ich die Siedlung so gut es geht. Ach du Scheiße. Wo kann man gut Meyerlurks jagen? An der Küste der Insel kriechen überall Krabben rum. Aber Haddock Cove solltest du dir wirklich ansehen. Aha. Fahaber kann froh sein, dass du das hier alles machst. Ja und nein. Das ist mein Dock, auf dem sich die Leute hier rumtreiben. Also habe ich ein persönliches Interesse. Viel Glück. Puh, Rumpfdurchbruch. Sammle 3 Meyerlurk-Panzer. Ich hoffe echt, dass sich das lohnt. Ach, warte mal, da haben wir nochmal die alte Lady. Mit der wir auch reden können. Die Fallensteller sehen vielleicht wie wir aus, aber die Insel hat ihre Seelen vor langer Zeit geholt. Jetzt sind sie verrückte und leere Hüllen im Nebel. Der Fallensteller, der deinen Mann getötet hat, lebt nicht mehr. Dann ist es vorbei. Endlich vorbei. All die Toten, all die Schuld, endlich beglichen. Und es war niemand aus Fahrhaber, der sich der Insel stellte und die Daltons rächte. Das warst du, jemand Fremdes, ein Festlandbewohner. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Die Geschichte ist zu Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Danke. Ich habe ein Holoband gefunden, vom letzten am Leuchtturm. Er hielt deine Geschichte für eine Lüge. Ist sie das? Gelogen? Nein, nein. Sie ist wahr, zumindest im Kern. War auch etwas Übertreibung dabei? Vielleicht. Aber manche Dinge sind wichtiger als die Wahrheit. Nehmen wir dich zum Beispiel. Du hast die Gefahren der Insel gesehen und überlebt. Du hast etwas Wichtiges gelernt. Außerdem hat die Insel ebenfalls etwas gelernt. Sie weiß, dass du kein planloser Festlandbewohner bist, der sich im Nebel sofort verirrt. Die Insel wird dich jetzt respektieren. Das kann ich nur über die wenigsten sagen, die mit diesem Boot kommen. Die ist total verrückt. Ich bin weniger an deiner Rachegeschichte als an meiner Bezahlung interessiert. Aha. Nun, du bist fremd auf unserer Insel. Daher kann ich nicht erwarten, dass du verstehst, was wirklich wichtig ist. Jede gute Geschichte braucht ein Happy End, oder? Der Held findet den Schatz, rettet den Liebling und reitet in den Sonnenuntergang. Naja, ich bin etwas zu alt, um mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber ich habe sowas Ähnliches wie einen Schatz. Das ist ein Erbstück. Es gehört meiner Familie schon... Lass mich nachdenken. Mindestens eine oder zwei Generationen. Es gibt keine Daltons mehr, die das Ding erben könnten. Also kann ich es auch dir überlassen. Die Insel kennt diese Waffe. Oh ja. Wenn du sie bei dir hast, wird dich die Insel ernst nehmen. Das war's. Das ist das Ende. Jetzt kann ich ruhig schlafen, denn es wird nichts Unvollendetes geben, wenn ich sterbe. Dann mal los. Meine Geschichte ist vorbei, aber deine? Ich glaube, die wird gerade erst interessant. Oh Gott, die Frau ist einfach nur total verrückt. Adelas, erziele Bluten und leiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Diese Waffe schauen wir uns genauer an, denn wir können sie modden. Meine Fresse, die ist total bekloppt, ey. Die glaubt wirklich, dass die Insel existiert als Person. Die ist total bescheuert. Die ist total bescheuert. Die ist total bescheuert. Jetzt gehen wir lieber weg. Oh Mann. Wir haben ein Level-Up. Den machen wir noch schnell.
Oi. So, ghoulisch. Strahlung stellt jetzt noch mehr deiner verlorenen Gesundheit wieder her. Cool. Ja, das ist ein Pip-Boy. Das ist mein Pip-Boy. Bitte nicht anfassen. Die Dinger geht schnell kaputt. Wo kann ich Waffen modden? Da kann ich eine Power-Rüstung modden. Irgendwo ist hier doch sicherlich ein... Da. Ich lass mal eine Diagnose laufen, während du arbeitest. Also, die mal... Ach, man kann das Ding durchdringend machen. Boah, dann macht's 310 Schaden. Ich brauche nur Öl und Aluminium. Das muss ich doch hier kaufen lassen. Die Waffe will ich definitiv ausprobiert haben. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. Mir doch egal. Du willst keine Hilfe? Verdammt, nein. Wenn man sich an andere Leute klammert, kann man bald nicht mehr allein laufen. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach. Entweder kommen wir Haberbewohner allein zurecht... Oder wir treten zusammen die lange Reise an. Wenn du handeln willst, dann mach das. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt. Bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Ja, ja, du Weichei, ey. Zeig mal, was du da hast. Keine faulen Tricks. Der ist gar nicht mutig. Der ist in Wahrheit total ängstlich. Der hat Angst davor, dass er nicht hart genug ist. Freund des Admirals. Der Fischfänger. 40% reduzierte Aktionspunkte kosten. Aber ich finde es in dem Bluten ehrlich gesagt auch ziemlich nett. Ist hier noch Kleidung, die irgendwie besonders ist? Der hat echt viel Zeug. Naja, was soll's. Wir werden es einfach beim nächsten Mal machen, liebe Leute. Die Waffe aufrüsten und so, ne? Schaffen wir einfach heute nicht mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.